walking again. Yes, 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 yes. Ja, ich möchte, dass alle 6 Länder des westlichen Balkans beitreten können. Dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Und deswegen, wie gesagt, bin ich hier, um mit Blick auf das, was im Dezember beschlossen worden ist vom Rat, die noch ausstehenden Reformschritte, das bestmöglich mit zu unterstützen und in die Wege zu leiten, damit wir dann zu einer guten Entscheidung Ende des Monats kommen können. Deutschland und Frankreich, aber nicht nur Deutschland und Frankreich, ziehen mit Blick auf den Westbalkan intensiv an einem Strang. Das war im Übrigen auch Thema bei unserem letzten Weimarer Dreieck, also dem Treffen von Frankreich, Polen und Deutschland, weil für uns alle gemeinsam klar ist, das, was ich eben deutlich gemacht habe, die Erweiterung ist eine geopolitische Notwendigkeit, aber nicht wegen der geopolitischen Notwendigkeit allein, sondern weil wir überzeugt sind, dass es Europa stärker macht, wenn wir die 6 westlichen Balkanländer in der Zukunft in die Europäische Union bringen. Es unterstreicht erneut, dass der russische Angriffskrieg nicht nur mit Bomben, Raketen, Drohnen und schlimmsten Angriffen auf Zivilbevölkerung in der Ukraine geführt wird, sondern, das höre ich vor allen Dingen immer wieder hier auch im westlichen Balkan, eine hybride Kriegsführung ist. Eine hybride Kriegsführung, die auch ein Krieg der Narrative ist. Eine irgendwelche politischen Punkte zu sammeln und dass das alles nur so da Mi smo svim Bosancima i Hercegovcima objasnili šta ekonomski i šta s aspekta njihove budućnosti znači evropski put. Jasno smo razjasnili cijelu sliku da drugog puta osim evropskog nema. I oni koji zagovaraju bilo koje druge puteve, podsjetit ću ih da godišnje u Rusiju i Kinu zajedno izvozimo 0,8% proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Da Republika Srpska u Rusiju izvozi 1% svojih proizvoda. Da je naš najveći vanjsko-trgovinski partner, Njemačka, Hrvatska, Evropska unija, potpuno. U istragu o skandaloznom slučaju vezano za razgovor vaših oficira koji... Onaj ko danas zaustavi tu priliku za Bosnu i Hercegovinu platit će mnogo veće cijene nego što misli, i političke i svake druge, jer su Bosanci i Hercegovci pametan narod. Do sada su te patriotske, lažne, religiozne scene, zavjese, pomagale da se ne priča o realnim i stvarnim problemima i šansama. Mi smo donijeli na to stvarne šanse. Prilika od Evropske unije, o paketu podrške, o integraciji evropskog, našeg tržišta u evropsko, o zapošljavanju, o stranim investicijama koje su u Bosni i Hercegovini katastrofalno male zbog političke nestabilnosti i političke depresije. Mi smo tu scenu rasvijetlili i sumnjam da će bilo ko imati hrabrosti da danas stane na put tom rješenju koje nam je na domak ruke. Onaj ko stane, siguran sam da se neće dobro provesti. Hvala vam najljepše.